Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es endlich um das Thema Hundeeis. Das hatte ich ja in meinem letzten Video schon angeteasert. Wir haben jetzt, glaube ich, alle festgestellt, der Sommer ist definitiv da. Und was gibt es im Sommer Besseres als Poolparty mit selbstgemachtem Eis? Und das geht nicht nur uns so, ich glaube, unseren Hunden geht das da ganz genauso. Unser Hundepool steht auf jeden Fall schon im Garten und da fehlt jetzt nur noch das selbstgemachte Eis. Und das machen wir heute zusammen und zwar drei verschiedene Sorten. Dafür habe ich natürlich ein bisschen recherchiert und überlegt, was halt auch meine beiden gerne essen würden und es dementsprechend modifiziert. Ist natürlich jetzt alles nur eine Inspiration. Ihr könnt gerne Sachen hinzufügen, weglassen, ändern, wie auch immer. Und ihr müsst natürlich auch bedenken, was eure Hunde vertragen. Also es gibt natürlich bei Hunden genauso Allergien oder Lebensmittelunverträglichkeiten wie bei Menschen auch. Von daher, das müsst ihr natürlich selber wissen, was euer Hund verträgt. Und dann würde ich jetzt sagen, fangen wir mal direkt an mit dem Eis. Und zwar mit der Grundlage für jedes Eis. Und das ist natürlich ein vernünftiger Eisstiel. Und in dem Fall fand ich es auf jeden Fall ganz sinnvoll, wenn dieser Eisstiel einfach mitgegessen werden kann vom Hund. Und zwar habe ich da einmal das hier besorgt. Das sind so Vitalkaustangen. Die sind in dem Fall jetzt von Fresco. Ihr könnt auch irgendwelche anderen Stangen holen, die der Hund halt essen kann. Fresco-Produkte werdet ihr jetzt noch ein paar sehen, weil ich halt einfach mein Hundefutter bei Fresco kaufe. Deswegen habe ich das einfach direkt mitbestellt. Ist jetzt keine Werbung, ist jetzt nur das, was ich verwende. Genau, das ist jetzt Ente mit Grünlipp-Meermuschelextrakt. Und die kann man auch in der Mitte durchbrechen, denn wir werden nicht so eine lange Stange pro Eis benötigen. Und als Eisförmchen werde ich einfach hier diese Muffinförmchen hier benutzen. Wie groß ihr euer Eis macht, hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab, wie groß euer Hund ist. Das müsst ihr natürlich selber entscheiden. Aber ich dachte, Muffinförmchen sind für meine Hunde ganz gut. Die erste Eissorte, die wir machen werden, ist so eine Art Bananasplit. Und dafür benötigen wir einmal Körnigen Frischkäse hier als Basis. Dann brauchen wir natürlich eine Banane, wahrscheinlich auch nur eine halbe. Muss ich mal gucken, ich mache das so ein bisschen nach Gefühl mengenmäßig. Für die fleischige Note werde ich da noch ein bisschen Hundefutter reinpacken. In dem Fall ist das ganz normales Nassfutter von Fresco mit Hühnchen. Ohne Getreide, ohne Zusatzstoffe oder sonstiges, halt nur mit Hühnchen, verschiedenen Bestandteilen und halt Gemüse, Obst und so, ne? Also genau, einmal das. Und da so ein Bananasplit natürlich auch noch so ein bisschen was Schokoladiges braucht, dachte ich mir, mache ich da so kleine Trainingsknöchelchen rein. Die benutze ich ja sowieso zum Trainieren und ich weiß, dass sie auf diese Geschmacksrichtung richtig stehen. Und zwar ist das Rind. Das sind so Monoprotein, kleine Knöchelchen, also wirklich winzig. Aber es sieht dann halt so ein bisschen aus wie Schokoladenstückchen im Eis. Und ich weiß halt wirklich, die mögen sie richtig gerne. Die sind halt wirklich nur so groß, ihr seht schon, ne? Und als ich gerade den Eimer hier aufgemacht habe, kam mir schon jemand an. Komm mal hier. Genau, so, das kommt hier als Schokoladenersatz rein. Und was wir natürlich noch brauchen, ist ein Eisstiel. In dem Fall, so, die Hälfte. Und das Ganze mischen wir jetzt hier einmal in der Schüssel an. Da nehme ich dann einmal zwei so Esslöffel von dem körnigen Frischkäse. Oder im Endeffekt ist es fast der ganze Becher in dem Fall. Dann kommt da noch ein bisschen was von dem Futter rein. Nur so ein ganz kleines bisschen. So, habe ich jetzt erstmal 1,5 Esslöffel und dann noch die halbe Banane. Und das Ganze matsche ich jetzt einfach so ein bisschen durch. Vor allem die Banane natürlich und das Futter und vermenge das eben mit dem Frischkäse. Und so sieht jetzt einmal das Bananasplit-Eis aus. Ich habe natürlich noch ein bisschen Masse über, das reicht für ein paar mehr auf jeden Fall. Aber die mache ich im Nachhinein dann natürlich. Ich habe auch übrigens den körnigen Frischkäse in der Halbfettstufe genommen. Und dann holen wir uns unsere kleinen Eisbecher. Es wird auf jeden Fall sehr viel mehr als das hier ergeben, aber vorführzweckmäßig mache ich jetzt erstmal zwei. Und dann nehme ich mir so ein paar Knöchelchen hier und verteile die hier drin. Und fülle das dann immer wieder ein bisschen mit dem Eis auf. Verteile noch mal so ein paar Knöchelchen hier drumherum. Und pack den Eisstiel rein. Und so kann das dann auch schon eingefroren werden. Machen wir weiter mit dem nächsten Eis. Und zwar wird das ein leckeres Himbeereis.
Und dafür, wie der Name schon sagt, brauchen wir natürlich frische Himbeeren. Dann nehme ich auch hier wieder als Basis den körnigen Frischkäse auf der Halbfettstufe. Für die fleischige Note nehme ich auch hier wieder ein bisschen Hundefutter. Und zwar in dem Fall dachte ich mir, passt Hirsch ganz gut zu Himbeeren. Ihr könnt natürlich jedes andere Nassfutter nehmen, was ihr so da habt oder was ihr halt benutzt oder was ihr glaubt, was euer Hund gerne mag. Hirsch mögen sie generell sehr gerne und ja, da hier auch noch Preiselbeeren sind hier auch noch unter anderem mit drin und so weiter, dachte ich, passt es bestimmt ganz gut zu Himbeeren. Und als vierte Zutat kommen da einmal Möhrenraspel rein. Das hier ist jetzt eine ganze Mohrrübe. Ich denke, so viel werde ich auf jeden Fall nicht brauchen. Eine halbe wird auch reichen und den Rest kriegen sie heute Abend halt einfach ins Futter. Genau, aber das ergibt auf jeden Fall eine richtig schöne Farbe und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit der Zubereitung. Wie gesagt, als Basis kommt da einmal wieder der körnige Frischkäse rein. Dann wieder ein bisschen von dem Futter. Ich mache da jetzt mal so 2 Esslöffel rein. Und dann einfach noch ein bisschen Möhrenraspel. Das reicht auf jeden Fall locker. Und das Ganze wird erstmal wieder vermengt. Wie gesagt, macht das einfach so ein bisschen nach Gefühl, dass es halt nicht nur Frischkäse ist. So sieht das jetzt auf jeden Fall schon mal aus. Und das befüllen wir jetzt natürlich auch in die Förmchen. Angefangen natürlich mit 2 Himbeeren und dann mit der Eismasse. Könnt ihr ruhig ein bisschen reindrücken, damit da auch keine Luftkammern entstehen. Und die Himbeeren schön umschlossen sind. Dann natürlich wieder jeder einen Eisstiel. Und das ist einmal das leckere Himbeereis. Kommen wir nun zur dritten und letzten Eissorte. Und zwar wird das ein Erdnusseis. Und wenn ihr sehen könntet, wie die beiden mich hier die ganze Zeit beobachten, was ich hier mache. Es riecht nämlich sehr gut, glaube ich. Und ja, wir fangen wie gesagt an. Und zwar haben wir diesmal als Basis einmal Naturjoghurt. Das ist jetzt hier einer von Elinas. Den kennt ihr vielleicht auch schon aus meinen Food Halls. Essen wir nämlich immer richtig gerne. Dann brauchen wir für Erdnusseis natürlich auch Erdnussbutter. Und zwar nehme ich da diese hier. Die ist von Calvé. Die ist komplett ohne Zuckerzusatz. Also darauf auf jeden Fall achten. Bloß nicht diese typisch amerikanische Erdnussbutter nehmen. Aber die hier finde ich persönlich sowieso schon super lecker. Und ja, ist halt ohne Zucker. Dann kommt auch hier einmal Banane rein. Eigentlich die andere Hälfte von der anderen Banane, aber die wurde mir hier gerade geklaut, als ich in der Küche war. Deswegen habe ich jetzt hier eine neue Ersatzbanane. Und dann als kleinen Schmankerl da drin noch, mache ich nochmal einmal... mache ich da noch ein kleines bisschen Leberwurst mit rein. Das hier ist jetzt eine ganz normale Hundeleberwurst von DM. Die hole ich ja generell immer ganz gerne. Genau. Und wie gesagt, anfangen tun wir auf jeden Fall mit dem Naturjoghurt. Hier drückt sich gerade jemand die Nase platt am Tisch. Ich weiß. Darfst du gleich auslecken, wenn ich fertig bin. Okay? Darfst du gleich auslecken. Da steht auf Joghurtbecher. Dann kommt da ein bisschen Erdnussbutter rein. So 2 Teelöffelchen rein. Sollte eigentlich reichen. Und dann, wie schon gesagt, nochmal Banane. Das ist jetzt ungefähr eine halbe. Und dazu kommt jetzt noch ein bisschen Leberwurst. Ich denke mir halt, mit Leberwurst riecht das ganze Ding noch mal leckerer für die beiden. Von daher kommt das da so ein bisschen allein schon für den Geruch rein. Und das Ganze zermatschen wir jetzt natürlich wieder. Ich werde hier gerade ganz genau beobachtet, was ich hier mit dem Joghurt und der Leberwurst anstelle. Das Ganze sieht jetzt einmal so aus. Und auch das füllen wir natürlich wieder in unsere Förmchen. Ein paar Eisstiele rein und fertig ist auch die dritte Eissorte. So, die drei Eissorten sind fertig und ihr seht schon, ich werde auf jeden Fall belagert. Scheint sehr gut zu riechen. Hier haben wir auf jeden Fall einmal das Bananasplit, dann haben wir hier einmal das Himbeereis und hier nochmal das Erdnussbutter-Leberwursteis. Und das Ganze frieren wir jetzt natürlich erstmal ein. Und warten auf den nächsten heißen Tag, der wahrscheinlich die Tage schon wieder kommen wird. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall zum Geschmackstest wieder. Thank you.
glaube, man kann ganz gut erkennen, dass es den beiden geschmeckt hat. Und damit hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ihr etwas davon nachmacht, dann taggt mich gerne auf Instagram. Ich würde das nur zu gerne sehen. Die Zutaten, die ich jetzt verwendet habe, schreibe ich euch nochmal unten in die Infobox, dann müsst ihr nicht mitschreiben. Aber denkt auf jeden Fall dran, nehmt das, was eure Hunde mögen und vor allem vertragen. Und damit wünsche ich euch eine wunderschöne Woche, lasst es euren Hunden schmecken und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss!